Nummer 4. Das Paket besteht aus zwei Sensoren, einem für die Geschwindigkeit und einem für die Trittfrequenz. Dank ihrer Technologie sind sie mit jedem Smartphone kompatibel, das mit Bluetooth 4.0 ausgestattet ist. Die Verbindung erfolgt sehr schnell. In dem Paket ist auch alles, was Sie für die Installation benötigen, die sehr schnell und einfach ist, enthalten. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 3. Dieser Trittfrequenzsensor ist mit mehreren breiten Modellen und im Allgemeinen mit allen Fahrradcomputern anderer Marken, die die N+-Kodierung verwenden, kompatibel. Er arbeitet mit einer CR2-Batterie, die zusammen mit dem Gerät und den für die Montage erforderlichen Magneten und Klemmen in der Verpackung geliefert wird. Kaufen Sie dieses Produkt über den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Es handelt sich um einen Trittfrequenzsensor, der für Sigmarox 10.0 entwickelt wurde, aber auch mit den verschiedenen N+-Systemen kompatibel ist. Die Erkennung der verschiedenen Geräte ist sehr schnell. Er wird komplett mit Magnet und Klemmen zum Befestigen am Rahmen geliefert und lässt sich mit wenigen Handgriffen leicht installieren. Den Amazon-Link für dieses Produkt finden Sie am Ende der Beschreibung. Nummer 1. Das Paket enthält zwei Sensoren, einen Geschwindigkeitssensor und einen Trittfrequenzsensor. Die Montage ist schnell und es ist auch leicht, von einem Fahrrad auf ein anderes umzusteigen. Das Radfahren pro Minute wird gemessen, damit Sie das Beste aus Ihrem Training herausholen können. Es werden detaillierte Informationen zu Geschwindigkeit und zurückgelegter Strecke, auch bei Indoor-Trainings, gegeben. Die Geschwindigkeits-Trittfrequenzsensoren sind mit einer Vielzahl von Fahrrad- oder Fahrradcomputer-GPS kompatibel. Sie sind wasserbeständig. Wenn Sie den Preis für dieses Produkt wissen möchten, klicken Sie auf den Link in der Beschreibung.